stürmisches Ahoi! Mein Name ist Easy Cheesy und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu Minecraft Maus. Und ich muss sagen, ich war in der letzten Folge von Maus ein wenig gemein zu euch, denn Freunde, wir haben diesen Turm entdeckt mit unserer ganz kleinen süßen Katze zusammen. Die hat uns nämlich dahin geführt. Da seht ihr sie gerade stehen, da unten. Hallo! Ja, hi, die ist nämlich, das ist eine Babykatze, die ist noch ganz, ganz klein und süß. Ja, Freunde, wir haben diesen Turm entdeckt und hier oben ist eine Kiste. Und ich habe euch in der letzten Folge warten lassen und diese Kiste noch nicht geöffnet. Aber das machen wir nämlich jetzt. Und ich bin gespannt, was für ein Geheimnis dieser Turm hier birgt, der einfach mitten so, ja, mitten im Wald eigentlich aufgetaucht ist, in so einem Lavasee. Okay, Freunde, wir machen es kurz. Ja, wir öffnen jetzt diese Kiste und dann gucken wir mal, was wir darin finden. Okay, ein Buch. So, öffnen wir mal dieses Buch. Was man da wohl drinstehen mag, frage ich mich. Der Turm erschien aus dem Nichts und begrub mein Zuhause unter sich. Vorfälle dieser Art häufen sich hier in letzter Zeit. Meine Lola ist verschwunden. Wer ist denn Lola? Und taucht nicht wieder auf. Hoffentlich geht es meinem kleinen Kätzchen gut. Heißt die schwarze Katze Lola? Ist das Lola? Die müssen wir gleich mal fragen. Ich muss jetzt gehen und mir ein neues Zuhause suchen. Falls jemand meine Katze findet, soll er sie zu mir bringen. Meine Reise geht in den Nordwesten. Das war's. Mehr steht hier nicht drin. Okay. Hier hat scheinbar jemand gewohnt, da wo dieser Turm auf einmal aufgetaucht ist. Dieser mystische Turm hier, der scheint hier irgendwie auf einmal da gewesen zu sein und die Welt hier verändert zu haben. Ja, und die Katze, die ist, ja, bist du Lola? Warte mal, wir gehen die Katze erstmal fragen, ob das wirklich Lola ist. Ich stelle hier gerade eine Menge Theorien auf, ich bin mir nicht sicher, ob die wahr sind, aber wir springen am besten runter, weil ganz ehrlich, ich habe keine Lust, da wieder durch die Lava zu gehen. Okay, Lola, wir kommen runter zu dir! Okay, ich bin da. Heißt du Lola? Bist du Lola? Du bist Lola? Sie hüpft? Das ist Lola. Das heißt, du hast mich zu diesem Turm geführt, weil hier dein Herrchen sozusagen gewohnt hat, Lola. Hier hast du also gewohnt und da ist auf einmal jetzt dieser Turm erschienen. Ist dann vielleicht irgendwas im Wasser, in der Lava versunken oder sowas? Dann scheint dir hier irgendwie dein Zuhause in der Lava begraben worden zu sein, kleines Kätzchen. Oh, das tut mir so leid. Och, guck mal, jetzt ist die Katze traurig. Och, Mensch. Aber wir können doch dein Herrchen finden. Wir können doch dein Herrchen finden. Ja, sollen wir das machen? Sollen wir nach dein Herrchen suchen? Wir suchen im Nordwesten. Ich glaube, das ist da hinten. Ich glaube, Nordwesten müsste da hinten sein. Wollen wir da lang gehen? Ist es in Ordnung für dich? Okay, warte mal. Aber bevor wir losgehen, nehmen wir mal dieses Doppeltruhen-Haustier und machen mal allen Krimskram, den wir hier gerade nicht dringend brauchen, einfach mal da rein. Weil ganz ehrlich, wozu brauchen wir jetzt das ganze Zeug hier? Eisen vielleicht. Eisen nehmen wir mal mit. Eine Enderperle könnten wir eventuell auch nochmal gebrauchen, falls wir uns mal irgendwie retten müssen oder sowas. Kann natürlich sehr gut nützlich sein. Knochen brauchen wir nicht, Feen brauchen wir nicht. Und dann haben wir auch endlich mal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Wollen wir jetzt weitergehen? Wollen wir jetzt weitergehen? Ja? Wollen wir Richtung Westen gehen? Oder Nordwesten war das, glaube ich, ne? Okay, wir gehen mal schauen. Wir gehen mal schauen, was uns hier so über den Weg läuft. Ein paar Pilze können wir uns auf jeden Fall auch noch mitnehmen, damit wir dann was zu futtern haben. Weil ganz ehrlich, ich habe nur noch 6 Brote gerade und das ist vielleicht gar nicht mal so viel. Falls wir nochmal braune Pilze finden, wäre das natürlich auch ganz nice. Vielleicht hat unser Kätzchen ja auch... Oh, da ist ein brauner Pilz. Auch Augen offen und sagt uns, wenn hier irgendwo ein brauner Pilz ist. Vielleicht, ich habe nämlich schon ganz viele andersfarbige. Da oben sind noch mehr. Sehr schön, da haben wir auf jeden Fall genug Pilze für die Pilze. In nächster Zeit, die wir uns machen können und immer was Leckeres zu futtern. Wir schauen mal weiter, wo es jetzt lang geht. Wo geht es denn? Warte mal, wir müssen, glaube ich, Nordwesten, so ein bisschen da in die Richtung eventuell gehen. Kommst du mit? Ja, geh mal voran, geh mal voran. Vielleicht kennst du dich ja so ein bisschen besser hier aus in der Gegend. Ich meine, du hast ja mal hier gewohnt, dann solltest du ja wissen, wo man ungefähr so lang geht. Da vorne, da sind ja ganz viele Schweine. Da sind ja ganz, ganz viele Schweine. Was machen die Schweine denn hier? Hallo? Was, wohnt ihr hier alle? Lebt ihr hier alle? Hier ist so eine richtige Schweinekuhle. Die baden hier im Schlamm und ein Babyschwein. Hallo. Aber guck mal, wie klein die Katze ist im Vergleich zum Babyschwein. Die ist einfach nur winzig. Oh mein Gott, das hat so einen riesen Kopf einfach nur. Das ist ja Wahnsinn. Voll süß. Okay, ja gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine Schweinekuhle entdeckt. Wo müssen wir jetzt lang? Du hüpfst. Soll ich dir folgen? Ich komme hinterher. Ja, ich folge dir, Kätzchen. Ich bin schon... Als ob da die sind. Meinst du die? Hast du die entdeckt? Ja? Ja? Oh, wie cool. Als ob hier einfach Dias sind. Mitten an der Oberfläche. Das gibt's ja gar nicht. Können wir die abbauen mit unserer Feuerholzspitzhacke? Nein. Nee, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht, Freunde. Die können wir nicht mal abbauen mit unserer Spitzhacke. Da brauchen wir erst Eisen.
Okay, wir müssen ganz schnell mal Eisen suchen, damit wir die Dias mitnehmen können. Ah, nee, Freunde, wir haben ja Eisen im Inventar. Wartet mal, dann holen wir uns hier so ein bisschen was vom Holz. Können wir uns ein Crafting-Table machen? Ich will natürlich hier nicht den ganzen Wald zerstören. So, okay, so, eine Werkbank. So, können wir hier direkt hinsetzen. Und dann brauchen wir noch ein paar Sticks, glaube ich, für eine schöne Spitzhacke. Und dann nehmen wir uns die Dias mit. Gut auf jeden Fall, dass du das bemerkt hast, kleines Kätzchen. So, okay. Und eine Eisenspitzhacke, loskommen. Sehr schön. Okay, perfekt. So, dann gehen wir jetzt mal die Dias abbauen. Warum auch immer die hier mitten an der Oberfläche sind, habe ich jetzt... Ich will mich mal nicht beschweren, ne? Also über sowas wollen wir uns nicht beschweren. Wir nehmen uns hier einfach mit. Da, wie viele kriegen wir denn jetzt hier? Wie viele Dias kriegen wir? Fünf? Waren das gerade fünf? Wir haben fünf Dias bekommen. Wo bist du? Da läufst du lang. Soll ich da weitergehen? Sollen wir hier rein? Okay, ich komme natürlich mit. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier Monster sind oder sowas. Wo möchtest du denn? Hier sind ja noch mehr Dias. Du bist ja verrückt. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Dias hier sind. Vier Stück nochmal. Dann haben wir schon neun Dias. Sind hier vielleicht noch mehr irgendwo? Die finde ich... Nee, nee, okay, schade. Hätte ja sein können. Hätte ja klappen können. Nice auf jeden Fall. Das hat ein sehr guter Anfang. Du hast scharfe Augen, muss ich sagen, kleines Kätzchen. Sehr, sehr scharfe Augen. Okay. Da vorne ist irgendwas. Da vorne sieht aus, als wäre da irgendwie so eine Art Dorf oder so. Ein kleines Dörfchen. Ich weiß nicht. Hm, aber zerstört. Die Dächer sind auf jeden Fall zerstört. Kommst du mit? Wollen wir da mal hingehen? Wir gehen da mal gucken, okay? Wir gehen mal schauen, was da so los ist. Hier sind auch wieder ganz viele Schweine. Was ist denn los hier? Die Welt wird von Schweinen regiert. Oha, wow. Das ist heftig. Okay, hier ist ein Schwein im Haus. Hallo? Hallo? Können wir dir irgendwie helfen? Na, okay, dann geh einfach weg. Ich guck mal hier in diese Truhe. Oh, Äpfel. Äpfel ist nice. Da haben wir was zu futtern. Das ist ganz gut. Haben wir hier was zu essen gefunden, Kätzchen? Und im anderen Haus, da war doch noch eins, ne? Vielleicht ist da ja auch noch was Cooles drin. Mal schauen. So. Lass mich mal durch hier. Lass mich rein. Oh, da ist auch noch eine Kiste. Und wir haben Rüstung bekommen. Wir haben einfach Eisenrüstung bekommen, ein bisschen. Das ist ja cool, Freunde. Wir können uns unsere Eisenrüstung anziehen. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich glaube, jetzt müssen wir so ein bisschen unsere Route ändern. Wir sind nämlich gerade Richtung Westen gelaufen. Wir sollten jetzt nochmal ein bisschen Richtung Norden laufen. Ist das in Ordnung für dich, Kätzchen? Ja, sollen wir da gucken gehen? Vielleicht finden wir ja dein Herrchen. Ich weiß nur nicht, wie lange der schon weg ist. Ich weiß nicht, wie lange der schon weg ist. Aber so lange, wie lange warst du denn in der Höhle? Wie lange warst du denn da gefangen? Ein Tag oder länger als ein Tag? Ja? Okay. Länger als ein Tag? Ja? Oha. Länger als zwei Tage? Ja? Nee? Nee? Oh, doch? Ach Gott, ich verstehe dich nicht, Katze. Ich verstehe dich nicht. Okay, länger als einen Tag auf jeden Fall. Hier sind ganz viele Pferde. Ist ja cool. Aber wir haben... Ich glaube, wir haben sogar einen Sattel. Wir könnten... Aber was ist das denn da? Da ist irgendwas... Steht da? Was ist denn das? Das ist eine Kutsche. Hier steht einfach eine Kutsche. Okay, wartet mal. Da gehen wir mal nach oben. Vielleicht ist da hier jemand in dieser Kutsche drin. Oh, schade. Ich dachte, hier wäre vielleicht jemand. Hätte ja sein können, oder? Ja, ne? Vielleicht ist es jetzt unsere Kutsche. Dann annektieren wir die einfach. Dann wohnen wir jetzt hier. Ja? Naja, du willst dein Zuhause finden, ne? Du willst ein Herrchen finden? Ich weiß ja, ich weiß ja. Wir müssen natürlich auch weitergehen. Und wir müssen die Katze wieder zurückbringen, dahin, wo sie herkommt. Okay, Freunde. Aber hätte ja klappen können, dass hier jemand bei dieser Kutsche ist. Aber vielleicht ja hier im Zelt. Oh, da steht wirklich einer. Da steht jemand im Zelt. Oha. Und hier am Feuer. Was machst du da? Gott, nicht zu nah ans Feuer gehen, Katze. Oder... Bist du feuerresistent? Hast du keine Angst vor Feuer? Nee? Na, dann geh mal rein, wenn du keine Angst hast vor Feuer. Oha! Die Katze ist einfach wieder durchs Feuer gelaufen. Das macht dir gar nichts aus. Bist du deswegen so schwarz, weil du so verbrannt bist? Du hast doch immer irgendwelche komischen Verbrennungspartikel an dir. Aber okay, gut. Ich gehe mal zu dem alten Mann. Ja, du bleibst hier, weil der alte Mann, ich weiß nicht, was er mit kleinen, süßen Katzen macht. Wir gehen mal gucken, wer das so ist. Aber das ist nicht dein Herrchen, oder? Ist das dein Herrchen? Nee? Okay, alter Mann, wer bist du denn? Was machst du denn hier im Wald? Hallo, Wanderer. Ich bin kein Wanderer, ich bin eine Maus. Ich wandere nicht. Grundsätzlich nicht. Ein merkwürdiges Wesen hat mich überfallen und hat meine goldenen Karotten gestohlen. Nun wollen meine Pferde nicht weitergehen. Ich bin leider zu alt, um nach ihm zu suchen. Wo geht er hin? Wo geht der alte Mann hin? Okay, ich folge dir mal, alter Mann. Was möchtest du? Er lauert irgendwo in dieser Höhle. Das Wesen, oder was? Das lauert da in dieser Höhle? Dass dir deine goldenen Karotten gestohlen hat, könntest du sie mir wiederbringen. Oh. Ja.
Okay, wir können es versuchen. Wir haben vorhin Rüstung gefunden, weißt du? Wir können es versuchen, okay? Wollen wir das machen, Kätzchen? Du bleibst aber hier. Du kleine Katze, du bleibst hier. Ich gehe da alleine runter. Du bleibst hier. Das ist viel zu gefährlich für dich, okay? Wir helfen dem alten Mann und vielleicht nimmt er uns dann ja mit seiner Kutsche. Dann sind wir nämlich schneller unterwegs, okay? Wir machen das, okay? Okay. Ich gehe runter, du bleibst hier oben und wir sehen uns dann gleich. Okay, und Sprung! Autsch. Okay, wir gehen mal runterschauen. Mal gucken, wo hier dieses fürchterliche Wesen ist. Eine Fledermaus! Bist du der Dieb? Fledermaus, bist du der Dieb? Hast du die goldenen Karotten gestohlen? Dann gib sie wieder her. Nee, okay, die Fledermaus war es ganz sicher nicht. Okay, Freunde, wir schauen mal runter in diese Höhle. So. Wo könnte denn hier was sein? Wir suchen ein Wesen. Ich weiß gar nicht, was für ein Wesen, aber ich glaube, ich folge einfach mal diesem Laub hier. Oder unten scheint irgendwie eine Höhle zu sein. Da sitzt hier irgendjemand. Seht ihr das? Sollen wir da mal hin? Okay, wir gehen mal runter, Freunde. Wir gehen mal runter und gucken. Hier ist richtig viel Gold auf jeden Fall. Lasst uns mal... Oh, okay. Hallo? Wer ist da? Sitzt da? So. Wir schleichen uns mal an. Ich weiß nicht, ob der so nett ist oder ob der nicht nett ist. Hier ist auch überall Lava in dieser Höhle. Das kann natürlich jetzt irgendwie böse enden für uns, wenn wir jetzt hier in die Lava fallen. Wir haben auch nur so einen kleinen Helm und ein paar Schürchen. Aber wir gehen mal hin. Vielleicht können wir ja mit dem mal... oh Gott, da wäre ich beinahe in Lava gefallen. Können wir mit ihm ja nicht reden. Hallo, Sir. Ich möchte gerne die goldenen Karotten wieder haben. Haben Sie für mich goldene Karotten? Was macht der da? Ah! Er greift mich an! Geh weg! Nein! Er greift mich an! So. Nein! So. Der hört auch nicht auf! Der hört auch nicht auf, Freunde! Wir müssen ihn töten! Oh Gott, er brennt in der Lava! Er ist weg! Oh mein Gott! Was war das denn für ein Wesen? Das war irgendwie so ein Goldgolem oder sowas, der hier richtig viel Gold hortet oder so. Und der hat die Karotten gestohlen. Wo sind denn die Karotten? Da oben ist eine. Wartet mal, da oben ist eine Karotte. Oh, komm her! Komm aus dem Rahmen! So, sehr schön, da werden die Pferde glücklich sein. Vielleicht ist ja hier in der Kiste auch noch was. Oh la la! 18 Karotten und noch ein paar Goldbarren dazu. Sollen wir uns das mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen die Goldbarren mit. Wir nehmen einfach die Goldbarren mit. Die hat er ja eh alle geklaut. Der klaut das hier von irgendwelchen Leuten. Hat er hier die Wanderer überfallen und denen ständig die goldenen Sachen hier geklaut. Dann können wir hier auch was mitnehmen, Freunde. Das ist in Ordnung. So, wir nehmen uns das Gold hier mit. Das kleine Zeug, das können wir hier liegen lassen. Vielleicht noch das hier aus den Rahmen. So, okay. Hier noch das vielleicht noch. So, da sind auch noch zwei Rahmen. Da könnten wir das Gold auch nochmal mitnehmen. Okay. Und dann haben wir eigentlich genug, weil Gold kann man immer mal gebrauchen. Den Rest würde ich jetzt hier einfach liegen lassen. Das ist ja echt ein merkwürdiges Wesen gewesen. So eins habe ich auch noch nie getroffen. Okay, der hat hier scheinbar den Wanderer überfallen, beziehungsweise den Mann mit der Kutsche und hat ihm quasi die Karotten geklaut für seine Pferde. Aber wenn wir ihn jetzt wiederbringen, eventuell nimmt er uns dann ja mit. Vielleicht nimmt er uns ja dann mit, in den Nordwesten zum Besitzer der Katze, weil die Katze, die braucht ihn zu Hause. Die braucht ein Zuhause und ich weiß nicht, ob wir da so geeignet für sind, der Katze ein Zuhause zu geben, Freunde. Weil sie hat ja eigentlich, sag ich mal, eine Familie und können wir ja nicht einfach mit in die Tasche stecken, ne? So geht das nicht. So, deswegen, wir gehen jetzt mal nach hier oben, schauen mal, ob wir den Ausgang noch finden und geben dem Kutscher, sag ich mal, seine goldenen Karotten wieder. Und dann kann es, denke ich mal, losgehen. Dann hoffe ich mal, dass er uns mitnimmt in seiner Kutsche. Hier müssen wir noch einen Stein abbauen. Kommen wir da wieder hoch? Da steht der Alte! Okay, alter Mann, hier, gucke, ich habe deine goldenen Karotten. Da sind sie, siehst du das? So, warte mal, wir müssen mal nach oben kommen. Ist kein Problem, wir haben ja hier ein paar Steine. So, okay, sind oben. Hier sind deine goldenen Karotten. Schreib ihm mal. Hier sind deine Karotten. Nimmst du uns auf dem Weg mit? Mit deiner Kutsche? Können wir denn weiterfahren? Ist das okay, dass du uns mitnimmst? Wir müssen nämlich in den Nordwesten, weißt du? Und da wäre es halt sehr, sehr gut, wenn, wenn du uns einfach mal mitnehmen könntest, damit wir keinen so weiten Weg haben hier zu Fuß. Na klar, vielen Dank, schreibt er. Sehr gut, okay. Dann lass uns mal in die Kutsche steigen. Wo ist denn meine kleine Katze? Wo hat die sich hin verkrümelt? Wo ist mein Kätzchen hin? Oh nein, wir müssen mein Kätzchen finden. Sie ist weg. Wo ist die Katze, Freunde?
Oh mein Gott. Haben Sie die Katze gesehen, alter Mann? Wo ist das Kätzchen hin? Wo ist mein Kätzchen? Wir müssen sie suchen, Freunde. Habt ihr die Augen offen? Ich hoffe, ihr habt die Augen offen. Ich sehe sie nämlich gerade wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Wir müssen unbedingt die Katze wiederfinden, bevor wir hier fahren. Ohne die Katze... Ah! Ohne die Katze fahre ich nicht weg. Na, alter Mann, hast du die Katze gesehen? Ist sie da irgendwo vielleicht? Da vorne! Hier ist sie doch! Oh mein Gott, hallo! Hast du dich vor mir versteckt? Sag mal, wieso machst du denn sowas? Die ist doch fies, die Kleine. Okay, die war schon bei der Kutsche. Dann gehen wir jetzt mal hier auf die Kutsche. Der Mann, der setzt sich da vorne ans Steuer. Und ich würde sagen, kommst du mit rein hier? Komm mit rein. Wir setzen uns auf unsere Plätze. Und dann würde ich sagen, geht unsere Reise los. Das war's mit dem Video, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen uns jetzt auf den Weg mit dem Kutscher in den Nordwesten, damit wir der Katze ihr Zuhause wiederbringen können. Und vielleicht entdecken wir ja unterwegs, was das Ziel ist in dieser Welt, was wir hier zu tun haben in Minecraft Maus, was wir dieses Mal für eine Aufgabe zu erledigen haben, Freunde. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.